Herzlich willkommen im Kochstudio, im Sandsofa Kochstudio für Männer im Homeoffice. Heute gibt es nicht Palak Paneer, sondern Palak Pseudopaneer. Wir nehmen anstatt Paneerkäse, den haben wir nicht, nehmen wir Feta-Käse, ein bisschen Feta-Käse mit rein. Seht ihr nachher beim Kochen. Und ansonsten als Joker-Karte noch am Ende noch ein bisschen Tandoori-Gewürz drauf. Wer es mag, ich mag's. Und ansonsten wünsche ich viel Spaß beim Nachkochen, wer auch immer das machen möchte. Und beim Essen natürlich. Lasst's krachen und euch schmecken. Ja, als Grundnahrungsgrund, als Grundlage gibt es Basmati-Reis. Ups. Hiervon nicht zu knapp. Eine kleine Tasse, zwei Portionen. Dann nehmen wir zwei kleine Tassen. Eins und zwei. Ja, wunderbar. Zwei kleine Tassen in 1 Liter kochendes Wasser. Machen wir beide in 1 Liter kochendes Wasser. 1 Liter kochendes Wasser. Eine Prise Salz. Tschak, tschak, tschak. Eine Tasse Reis in 1 Liter kochendes Wasser geben, einmal aufkochen lassen und dann bei schwacher Hitze ca. 10 bis 12 Minuten zugedeckt kochen lassen, den fertigen Reis in ein Sieb geben und abtropfen lassen. Ja, ja, ich lasse es einkochen. So machen wir das. Wunderbar. Also wir hitzen hier Wasser, tun dann nachher den Reis rein. Yes. Und einen schönen Basmati-Reis. Und zeitgleich machen wir hier leckeren Rahmspinat. Den habe ich schon in der Gefriere vorbereitet. Tja, hier in einen Knallertopf. Das ist der Rahmspinat-Knallertopf. Ganz aufwendig hier. Machen wir den einfach auf. Da gibt es eine tolle Aufreißmöglichkeit. Lecker, lecker Spinat. Und die Pappe bitte nicht mit dran lassen, das könnte nicht so gut sein. So, da ist die Pappe schon weg. Und nur noch diese Pappe hier. Ja, sieht gut aus. Und schon kocht das Wasser, das geht ja ratzfatz hier, wie das Brezelbacken. Nun kommt der große Moment, der Reis kommt in den Topf. Die Waage wegstellen wieder hier. Und am besten nehmen wir irgendeinen Kochlöffel noch hier. Einmal aufkochen. Stir it up. Oh, stir it up. Jetzt auf geringer Stufe weiter köcheln. Kocht der mal richtig hier. Machen wir mal den Deckel so für. So. Wunderbar. Was macht unser Spinat? Hat sich noch nicht viel getan hier. Ein bisschen versuchen klein zu wichsen. Nein, ein bisschen. Drehen wir ihn einfach mal um.
Wunderbar. Unser Spinat wird auch langsam ziemlich eindeutig die ersten Strukturen hier. So, Stil wieder. Und wozu hat man Topflappen, dass man sich die Hände nicht verbrennt? Wir rühren nochmal um. So, ein kleiner Zeitsprung. Leider haben wir wie immer keinen Panierkäse da und deswegen nehmen wir Feta-Käse. Keine Markenwerbung hier, machen wir zu, genau. Den machen wir dann nach Rinne. Schöne kleine Würfel machen wir hier. Ich glaube am besten wir nehmen den halben Feta-Käse. Und den Rest tupfen wir ein. Für das nächste leckere Essen, habe ich lecker gesagt. So, in der Zwischenzeit schauen wir mal, was der Reis macht. Er kocht wunderbar vor sich hin. Und was macht der Spinat? Wir müssen ein bisschen mehr Power geben. Ich sehe schon, jetzt wird das sonst nichts mehr mit dem Spinat ziehen. Dann drehen wir nochmal um. Ups. Da brodelt und dampft es zwischendurch. Hier ein bisschen Action. Action im Spinazzi. Ich glaube, jetzt wird es langsam. Ich habe mal ein bisschen hochgedreht. Der wird. Ich sehe es. Spinazzi. Was macht unser Reis? Ah, heiß. Der Reis ist heiß. Na. So langsam wird es hier. Eindeutig. Kurz hinhalten in die Kamera. Der Reis wird wunderbar. Da brodelt und dampft es. Hier geht's weiter. Ja, wir haben es gespalten. Der Spinat ist gespalten. Wunderbar. Oh, hier fällt der Spätzle um. Runterschalten auf 1. Der Reis ist jetzt fertig und wird etwas abgeleert mit dem Deckel drauf. Und dann müssen wir ein bisschen improvisieren hier.
wir sehen lassen hier, das ist der Reis. Einmal umrühren. Mal zum Nachquellen auf den Herd stellen. Reimt sich auch. Zum Nachquellen auf den Herd stellen. Das Ganze wird am Ende noch verfeinert. Wenn er mag, kann noch ein bisschen Tandoori-Gewürz reinmachen. Dann schmeckt das Ganze noch ein bisschen indisch. Ganz lecker.